Ja, wir haben sehr ausführliche Analyse des letzten Spiels durchgeführt, gemeinsam mit der Mannschaft, haben trotz des enttäuschenden Ergebnisses für uns sehr viel mitgenommen und haben mit der Mannschaft, denke uns wirklich gut vorbereitet, auch auf den Spielstil der Admira und aber vor allem dann auf die Art und Weise, wie wir auftreten wollen, denn obwohl die Situation natürlich nicht zufriedenstellend ist, so wie die letzten Spiele gelaufen sind, so ist es doch auch wichtig, dann, dass man da vieles mitnimmt, gemeinsam versucht, da rauszukommen und es auch als Lernprozess für die Zukunft zu sehen. Und so wie die Mannschaft trainiert hat, so wie die Mannschaft reagiert hat, bin ich guter Dinge, dass wir in kürzester Zeit wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Ja, wir müssen einfach auf die Basics, die den SC Altach so ausgezeichnet haben, in den letzten Monaten, Jahren eigentlich wieder zurückkommen. Das heißt, auf eine sehr stabile Defensive und vorne dann auch versuchen, die Torchancen konsequenter zu nutzen. Und wenn uns das gelingt, dann bin ich wirklich optimistisch, dass es besser wird. Ja, das habe ich gemeinsam mit der Mannschaft gesprochen. Es ist ja nicht die Mannschaft schuld, wenn wir verlieren, sondern wir sitzen alle in einem Boot. Wir gewinnen gemeinsam, wir verlieren gemeinsam und gemeinsam haben wir uns auch eine gute Strategie vorbereitet. Ja, das habe ich gemeinsam mit der Mannschaft gesprochen. Es ist ja nicht die Mannschaft schuld, wenn wir verlieren, sondern wir sitzen alle in einem Boot. Wir gewinnen gemeinsam, wir verlieren gemeinsam und gemeinsam haben wir uns auch eine gute Strategie vorbereitet. Ja, waren sehr interessante Spiele dabei. Denke da an das Spiel von Juve gegen Barca. Oder auch Monaco gegen Dortmund, man hat sehr viel gesehen, auch natürlich das Spiel Real gegen Bayern München. War einiges dabei, würde man auch den einen oder anderen Spieler aus diesen Partien wünschen. Ja, meine Favoriten sind Juventus.